Ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Es ist unglaublich bewegend. Wir sind ja immer schon ein klein wenig früher im Studio und in dem Moment, wenn die Türen aufgemacht werden und alle eure Namen erscheinen, das hat schon was. Ganz, ganz herzlich willkommen heute zu Staffel 2, Sendung 3 im Scala Ludwigsburg. Ich darf, wie auch schon bei der letzten Sendung, auch den Edgar Lichtner vertreten. Wir sind hier zu Gast in dem Scala, nicht der Scala, sondern das Scala, das älteste, traditionsreichste Haus für Kultur hier bei uns in Ludwigsburg. Und seit 2019 ist das Scala auch soziokulturelles Zentrum und bringt zusammen mit Vereinen wie beispielsweise uns, dem Verein Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg e.V., spannende, aktuelle gesellschaftliche Themen auf die Bühne und in die Welt und so auch heute. Wie schön, dass ihr, dass Sie euch dazugeschaltet habt. Heute ist Premiere. Premiere aus mehreren Gründen. Erstens, der Tag begann heute schon sehr früh. Wir haben angefangen als Verein mit unseren Zeitzeugeninterviews. Das heißt, fünf Menschen mit Baden-Württemberg-Bezug hatten heute die Möglichkeit, ihre Geschichte für die Nachwelt aufzuzeichnen. Wir haben unser Mitglied, der Harald Weiß, der auch gleichzeitig Dokumentationsfilmer ist, der auch hier im Studio dabei ist, hat diese Arbeit übernommen und wir sind heute gestartet, sind darüber sehr glücklich. Und noch eine weitere Premiere. Wir haben nämlich auch zu Gast, die sitzen hinter der Kamera, aber auch auf der Bühne, eine Delegation aus Bayern, nämlich die Ingrid Runde, als Landeskoordinatorin aus Bayern. Und ich erlaube mir einfach, liebe Manuela, an der Stelle dich auch zu grüßen, auch wenn du nicht auf der Bühne sitzt, aber im Publikum. Das heißt, Bayern ist heute intensiv vertreten, noch mit drei anderen spannenden, interessanten Frauen, die jeweils in unterschiedlichen bayerischen Heimen waren. So, aber genug der Vorrede. Wir freuen uns alle sehr auf die heutige Sendung. Ihr seht, das Podium ist kleiner als sonst, dafür aber sehr komprimiert und intensiv. Unseren Studiogast, Professor Dr. Michael von Kranach, wird noch vorgestellt, und zwar von Hilke Lorenz, die wie bei allen Sendungen auch an der Stelle ganz herzliches Dankeschön an dich, Hilke. Es weiß jeder, dass wir uns duzen. Wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du uns auf diese lange Distanz so professionell, kompetent und klug begleitest als Nicht-Verschickungskind, aber eben als Historikerin auf der einen Seite, die sehr schnell erkannt hat, dass unser Thema ein Kapitel ist der deutschen Nachkriegsgeschichte, das eben noch nicht aufgearbeitet ist. Zweitens als Autorin, die das Buch Die Akte Verschickungskinder geschrieben hat. Und als drittes für uns sehr spannend als Journalistin der Stuttgarter Zeitung, doch sehr gut in der Lage bist, ja, die Reportagen, die du veröffentlichst, in Wirkung zu bringen. Davon profitieren wir, weil wir dadurch ein ja, seriöses Sprachrohr haben in die Politik in Stuttgart. Übergebe an dich, Hilke, und bin sehr gespannt, was du zusammen mit unserem Studiogast heute ja, für uns hier auf die Bühne bringst. Ja, vielen Dank. Auch von mir, von uns, ein herzliches Willkommen in die Wohnzimmer, in die wir hier alle schauen können. Ich will gleich anfangen, unseren Gast heute vorzustellen. Er ist aus Bayern eingereist, was vielleicht begründet, warum wir eine bayerische Delegation im Windschatten sitzen haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Michael von Kranach. Er ist Mediziner, Psychiater und ehemaliger ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren, was in seiner Vita von besonderer Bedeutung ist. Ein Mann, der Maßstäbe gesetzt hat in Sachen Respekt gegenüber Psychiatriepatienten. Einer, der das Schweigen gebrochen hat über die Zeit des Nationalsozialismus in seiner Branche und sich das Verhalten der Ärzte von damals angeschaut hat. Und er hat das Schweigen über die Krankenmorde von damals gebrochen. Und was das alles mit Kinderverschickung zu tun haben kann, soll, könnte, das wollen wir heute Abend in diesem Gespräch rausfinden, weil
über allem schwebt, glaube ich, das große Wort Kontinuität, was uns in vielen Facetten schon begegnet ist. Und heute geht es, Herr Dr. Kranach, um das große Thema Verdrängung und die Frage, was und wie verdrängen Institutionen und warum verdrängen die Menschen, die in den Institutionen beschäftigt sind und waren, das, was geschehen ist. Und warum haben auch Menschen, die betroffen sind, so große Schwierigkeiten, sich mit dem zu beschäftigen, was ihnen widerfahren ist? Es geht dabei, wir ahnen es schon, um Täter und um ihre Opfer. Und nicht immer haben alle bei dieser Aufklärung die gleiche Intention. Herr von Kranach, Sie sind es also gewohnt, gegen Widerstände anzulaufen und haben Sie auch so perfekt durchlaufen und durchbrochen, dass Sie 2021, und das ist nur die letzte der vielen Würdigungen, die Sie bekommen haben, die Paracelsus-Medaille bekommen haben. Und das ist die größte Auszeichnung, die die deutsche Ärzteschaft zu vergeben hat. Sprich, Sie sind uns ein willkommener Gesprächspartner, von dem wir glauben, viel lernen zu können. Herr von Kranach, ich möchte mal ein bisschen biografisch anfangen. Auch Sie waren ein Kind, 1941 geboren, ganz in der jungen Bundesrepublik aufgewachsen. Da liegt die Frage nahe, haben Sie auch sowas wie Verschickung oder Krankheit in Kliniken erlebt? Ich war 4 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Mein Vater war kurz vorher gefallen. Dieses Wort gefallen fand ich immer so komisch. Ja. Meine Mutter sagte nie gestorben, ja. Nur gefallen. Ich habe immer gefragt, ja, ist er gestolpert? Oder, ja, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Und auf jeden Fall hat es uns, meine Mutter und mich, schwierig erwischt. Wir waren in Pommern bei Kriegsende, sind dann geflüchtet und sind in Vorarlberg gelandet. Und meine Mutter war Spanierin und bis sie dann endlich die Erlaubnis bekam, 1947 nach Spanien zu ihren Verwandten mit mir zu fahren, waren diese 2 Jahre in Vorarlberg sehr schwierig. Und ich war offensichtlich unterernährt in dieser Zeit und hatte, wie man damals sagte, einen Schatten auf der Lunge und war dann, ich weiß es nicht genau, vielleicht 6, 8 Wochen in einer Kinderlungenklinik bei Bludenz. Und das sind so meine ersten düsteren Erinnerungen, die grauenvoll waren, insbesondere von meiner Mutter getrennt zu sein. Mhm. Und dann sind wir nach Spanien gekommen und in Spanien ging es uns eigentlich, obwohl es ja düsterste Franco-Zeit war, ging es uns eigentlich ganz gut, obwohl meine Mutter hat sich dann selbstständig gemacht von ihren sehr konservativen Verwandten und hat dann eine Arbeit gefunden und wir haben dann zunächst die ersten 4 Jahre in einer Pension gewohnt, weil Frauen durften damals keine Wohnung mieten. Aber ich hatte eine tolle Kindheit, weil ich hatte viel mehr Freiheiten als alle anderen in meiner Klasse. Aber Sie haben diese 6 bis 8 Wochen, haben Sie mal als global sehr schlimm bezeichnet. Können Sie noch ein bisschen in dieser Lungenheilanstalt, können Sie noch ein bisschen mehr beschreiben, was diese Schlimme für Sie war? Also ich weiß nur, ich sehe so mehrere Bilder. Ich sehe einen großen Saal, wo, weiß ich, 20, 30 Betten waren. Ich sehe ein großes Waschzimmer, wo man so 20 Kinder nebeneinander sich waschen mussten und so eine Rinne. Mhm. Ich sehe so ein Terrassen, wo man den ganzen Tag liegen musste. Und was ich auch erinnere, oder meine zu erinnern, dass man andauernd Butter und Milch bekam. Ja. Mhm. Und zum Beispiel, ich hasse Butter, ich esse nie Butter. Ja. Obwohl ich heute bei Ihnen eine Butterbrezel gegessen habe. Ludwigsburg ist heilsam. Ja. Aber ich kann gar nicht sagen, wie ich mich damals, ich war einfach zu klein, um da zur Erinnerung zu haben. Aber ich weiß, es gibt ein Foto, wo mich jemand besucht hat, ja. Und wo ich offensichtlich weine oder sowas Ähnliches. Mhm. Aber mehr kann ich nicht sagen. Und das erinnern Sie ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins? Was ja, Sie beschreiben ja quasi gerade im Idealtypus, was Verschickungskinder auch erzählen über ihre
Erfahrungen oder Ihre Erlebnisse? Kennen Sie also ich kann über die Art, wie ich da behandelt wurde, kann ich wenig sagen. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich so düster, neblig erinnert, war es einfach das Getrenntsein von meiner Mutter, was ich nicht verstand und was schlimm war. Und nachdem durch den Krieg ja Trennung der im Alltag war, habe ich das vielleicht als Kind besonders gespürt. Mhm. Nein, Sie haben ja schon Ihren Vater verloren, ja, also das war ja dann quasi die Angst vor dem zweiten Verlust wahrscheinlich. Ich habe, wenn ich das noch sagen kann, ich habe vor 3-4 Jahren angefangen zu recherchieren. Die Akten aus dieser Kinderklinik sind angeblich verschwunden. Das war eine, obwohl ich mich ja wirklich gut auskenne, wie man an Akten kommt, habe ich es nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass die verschwunden sind, aber die Auskunft waren alle so. Und dieses Haus gibt es nicht mehr, aber das Haus steht noch. Gibt sogar ein Buch über dieses leere Fotoband, über diese große leere Kinderklinik, wo ich meine, wenn ich die Bilder sehe, irgendwie was düster zu erkennen. Mhm. Aber es ist mir nicht gelungen, Näheres darüber in Erfahrung zu bringen. Und geben Sie sich damit zufrieden? Nein. Okay, das ist jetzt die Ansage, es geht weiter. Es geht weiter, insbesondere nachdem Sie mich hier eingeladen haben. Ja, genau. Sie, Gordon, gründen wahrscheinlich noch eine Heimortrecherchegruppe. Ja. mit diesem... Mich würde interessieren, diese Berufsentscheidung, Psychiater zu werden. Wie ist es zu der gekommen? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, vielleicht ja, ich will das Wesen der Menschen auch, weil das damals nicht schön war, ergründen. Oder wie haben Sie diese Entscheidung gefällt? Ist ja nicht so der Beruf, den man unbedingt aus dem Umfeld kennt. Mhm. Also ich bin 1959 nach Deutschland dann zurückgekehrt, um Medizin zu studieren. Und schon während des Studiums hat mich die Psychiatrie fasziniert. Und ich glaube... Sie haben Medizin studiert. Ich habe Medizin studiert. Ich glaube, einer der Gründe war, dass ich, glaube ich, damals nicht nur etwas unsicher und schüchtern war, sondern auch etwas einsam. Fühlte mich nicht wohl in Bonn, wo ich studiert habe. Und fand dann die Möglichkeit, dass man als Mediziner mit Menschen sprechen kann und intensiv sprechen kann, ja, fand ich eine unglaubliche Möglichkeit. Und dann habe ich schon die Psychiatrie viel, viel früher, als das normalerweise man die hören musste, gehört und dann entschieden, ich werde Psychiater. Und dann bin ich dann danach auch, habe ich meine erste Stelle im Januar 67 am Max-Planck-Institut für Psychiatrie bekommen und dachte so, jetzt kann ich mit den Patienten sprechen. Ganz viel reden. Aber das war nicht der Fall. Ja. Wie war es denn? Das war noch eine sehr konservative, klassische, biologische Psychiatrie, wo der Mensch, man sprach schon mit den Menschen, aber es war extrem vorgegeben, wie man zu sprechen hatte. Und das war ja die Zeit, wo 68 irgendwie vor der Tür stand und es gab so eine allgemeine Tendenz, darüber nachzudenken, über Beziehungen, wie Beziehungen sind. Und ich entdeckte, dass diese Beziehungen in dieser Klinik, und das war in allen anderen Kliniken auch so, extrem paternalistisch waren, die Arzt-Patienten-Beziehung, und das ist was ganz Wichtiges für mich, sehr von Macht bestimmt. Man hatte Macht über Menschen. Und das fand ich irgendwie, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Also es war nicht die Intention, warum Sie das werden wollten? Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Und dann hatte ich die Gelegenheit, dass jemand aus England kam und einen Vortrag hielt. Und ich war so fasziniert von der Art, wie dieser Professor über Patienten sprach. Und dass ich sofort mich beworben habe und dann meine Facharztausbildung in England fortgesetzt habe. Was hat der so anders erzählt? Also zwei Dinge waren anders. Das eine war, dass er sprach nicht über einen Schizophrenen, ich will nur ein Beispiel, sondern er sprach über einen Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung. Das fand ich, das ist ein Riesenunterschied. Ich hatte das Gefühl, dass er sah, dass es neben der Krankheit, wir diagnostizierten nur Krankheiten. Und plötzlich waren das Menschen,
die aus seiner Sicht, die eine Krankheit hatten. Mhm. Und man musste natürlich das Problem des Menschen mit seinem Menschsein, mit seiner Biografie in Verbindung bringen. Mhm. Und das fand ich so eindrucksvoll. Und das Zweite, was mich auch ganz beeindruckt war, hat das in England, gibt es in der Medizin nicht solche Hierarchien wie hier. Mhm. Da gibt es keine Chefärzte und keine festgelegten. Mhm. Und ich habe immer Angst, also mich gewehrt, in irgendwelche Machthierarchien reinzukommen. Woher kommt Ihr Menschenbild was oder Ihre Menschenliebe? Ich weiß nicht, ich denke, dass meine wichtigste Person, bis ich nach Deutschland kam, um zu studieren, war meine Mutter. Mhm. Und meine Mutter war durch die Ereignisse eigentlich eine sehr depressive Frau. Mhm. Und das hat mich irgendwie, einen depressiven Menschen muss man ja irgendwo, man muss ihn mögen, man muss ihn, wenn man ihm helfen will. Ja. Also, und meine Mutter hat mich auch nie irgendwie autoritär erzogen. Mhm. Nicht, dass sie anti-autoritär war, sondern sie hat einfach Vertrauen in mich gehabt. Sie war ja, hat gearbeitet von morgens bis abends. Mhm. Ich war die ganze Schule lang nachmittags allein zu Hause. Und ich durfte machen, was ich wollte. Sie hat mir Grenzen gesetzt, die ich auch mehr oder weniger eingehalten habe. Aber sie hatte Vertrauen und ich habe irgendwie gelernt, dass Vertrauen Macht ersetzt. Und das war dann auch Ihr Blick auf Menschen, die Ihre Patienten wurden? Das war auch mein Blick auf Menschen. Und in England war das so. In England gab es damals schon eine ganz aktive psychiatrieerfahrenen Bewegung, ja, die sich bemerkbar machten, die forderten, wie sie behandelt werden wollen. Mhm. Ja. Man reflektierte die Arzt-Patienten-Beziehung in England. Und was noch wichtiger war in England, ist, dass man extrem selbstkritischer war als hier. Hier Selbstkritik, ich kann mich nicht erinnern, in den 60er Jahren, als ich studierte, irgendwas Selbstkritisches gehört zu haben. Man wusste, wie die Dinge waren. Haben Sie sich schon damals mal überlegt, warum das in Deutschland so anders ist als in England? Ja, natürlich habe ich mir das überlegt. Und das habe ich nachher, als ich dann nach Kaufbeuern ging, so richtig noch viel besser verstanden. Mhm. Ja, weil es einfach nach 45 nicht nur, was jetzt die Psychiatrie anbetrifft, Kontinuitäten gab, sondern in der ganzen Gesellschaft, das Menschenbild, die Pädagogik, die Haltung, alles war eigentlich unverändert geblieben. Mhm. Ich bin in Spanien in die Schule gegangen. Meine Mutter wollte, dass ich auch noch Deutsch nicht vergesse lerne auch. Es gab keine deutsche Schule mehr, aber es gab eine Privatschule von Lehrern der offiziellen deutschen Schule, die 45 geschlossen worden war. Und das waren Nazi-Lehrer. Ja. Mhm. Und die hatten eine Privatschule und die haben mich dann auch aufgenommen. Ich konnte nicht zahlen, aber waren sie dann großzügig. Aber manche dieser Lehrer, also da gab es eine Lehrerin, die sowas von autoritär grausam war, ja, in ihrer Verurteilung von anderen Menschen. Ja, also ich habe immer gespürt, irgendwas ist da nicht richtig und sah den Kontrast zwischen diesen deutschen Lehrern und den spanischen Lehrern, die wir in der Schule hatten. Mhm. Die waren völlig anders, aber die waren locker, uninteressierter, unautoritärer. Also da war ich konnte so richtig so den Widerspruch zwischen diesen beiden Sachen sehen. Und in England hat mich wahnsinnig berührt, diese Selbstkritik. Mhm. Also Fehlerkultur dann ja eigentlich auch. Und ich meine,
Man hat es ja in vielen Bereichen, diese anderen Stimmen waren ja in Deutschland auch nicht da, weil diese Menschen, die eine andere Haltung auch in Kinderpsychiatrie und Pädagogik hatten, sind ja schlichtweg ermordet worden oder außer Landes getrieben. Also das rächt sich doppelt, die deutsche Geschichte. Ich kann ein Beispiel geben. Ja. 1945, das weiß ich alles jetzt, seitdem ich mich jetzt historisch mit dieser Sache auseinandersetze. Mit Ihrer Doppelkompetenz. 1945 wurde der Direktor der Münchner Anstalt, Egelfing H. hieß die, wurde abgesetzt. Er hatte in seiner Zeit, er war einer der besonders Schlimmen, über 4000 Menschen am Anfang in den Tod geschickt und dann selbst, zum Teil mit seinen eigenen Händen, mit Spritzen und verhungern lassen, umgebracht. Mhm. Er wurde abgesetzt und sein Oberarzt wollte, Van Müller hieß der Direktor, und von Braunmühl sein Oberarzt, der sollte dann Direktor werden. Ja. Obwohl der in der ganzen Zeit Mittäter war, haben die Amerikaner aber das abgelehnt, die nach 45 in München die Besatzungsmacht waren. Heute würde man sagen, die Befreiungsmacht. Mhm. Und haben von Braunmühl abgesetzt und haben einen Nazi-Gegner, einen Herrn Gerhard Schmidt, Professor Schmidt, eingesetzt, der in der Nazi-Zeit jüdische Patienten versteckt hatte und ein deutlicher Nazi-Gegner. Und geben ihm den Auftrag, jetzt zu dokumentieren, was in der Klinik passiert ist. Und Gerhard Schmidt macht sich an die Aufgabe, befragt die Patienten auf den Hungerstationen, die auf den Hungerstationen waren, dokumentiert die Todesfälle. Und von Braunmühl beginnt jetzt eine Intrige und schreibt an das Innenministerium, das für die Gesundheit zuständig war, die aber von den Amerikanern abhingen, schreibt, dass dieser von Braunmühl absolut unfähig sei, dass er die Klinik nicht führen könne, dass er gar keine Ahnung von Psychiatrie habe, dass alle Mitarbeiter kündigen wollen, lässt sich Briefe von den Mitarbeitern schreiben gegen von Braunmühl. Und zum Beispiel einer der Begründen, er verbringt Stunden nach der Arbeit in den Archiven und dokumentiert Krankengeschichten. Er kümmert sich insbesondere, schreiben die wörtlich, um das Schicksal der jüdischen Patienten. Und was passiert? Das Ministerium macht bei den Amerikanern so viel Druck, dass nach einem Jahr wird Gerhard Schmidt abgesetzt und von Braunmühl wird Direktor. Und das war die Versuche, eine Menschlichkeit reinzubringen. Vielleicht gab es auch zu wenig Menschlichkeit. War es eine Sache der Menge. Ja. Aber Sie sind doch, nach diesen 2 Jahren England, sind Sie doch eigentlich genau in diese Psychiatriewelt zurückgekehrt. Da war ja Deutschland jetzt, 68 hat sich ja nicht alles verändert. Wie haben Sie denn da, Sie müssten doch eigentlich in diesem System quergelegen haben. Also ich kam nach München an die Universitätsklinik und hatte da einen sehr konservativen, aber wie ich fand, menschlich feinen Menschen und habe das deshalb 10 Jahre ausgehalten, aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass wir bereits 1970, als ich zurückkam, haben sich eine Gruppe von jungen, wir waren vielleicht 20 junge Ärzte, die meisten von denen waren entweder in Amerika oder in England oder so gewesen, haben uns getroffen und daraus ist ein Verein entstanden, die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Mhm. Also, und da gab es einen Kern plötzlich von kritischen Menschen, die was anderes wollten, die Psychiatriereform, die schon 20, 30 Jahre vorher Frankreich, in Amerika, Skandinavien, England, Italien angefangen hatte, auch in Deutschland durchzuführen. Mhm. Und das hat mir geholfen. Ich war auf seiner Seite auf der Uni und gleichzeitig hatte ich aber so eine Gruppe von Menschen, mit dem man über diese Sache sprechen konnte. Ich konnte auch mit meinem Chef über diese Sache sprechen, aber der hatte fürchterlich Angst davor. Vor was hatte der Angst? Er fand, das ist revolutionär, das verunsichert. Ich konnte sehr gut mit ihm sprechen. Ich sage, wieso sind Sie verunsichert, wenn wir selbstkritisch sagen, so geht es nicht. Ja? Müssen alle Stationen in den Anstalten geschlossen sein? Brauchen wir überhaupt noch diese riesigen Anstalten? Warum kann man darüber nicht sprechen? Es verängstigte ihn. Ja? Aber ich denke, im Nachhinein würde ich sagen, es verängstigte ihn und all die anderen etablierten Psychiater,
weil sie wussten, dass irgendwas Schlimmes passiert war. Und das darf nicht rauskommen. Denn wenn das rauskommt, bricht, auch wenn sie nicht mehr die Täter waren, weil die waren ja jünger, aber dann bricht unser System zusammen. Das wollte ich Sie fragen. Also Ihr Ziel war ja, Sie hatten so einen inneren Kompass und wussten, es muss sich was verändern. Ja. Und Sie hatten ein Ziel vor Augen, wie es werden soll. Heißt zwangsläufig, wenn man was verändern will, zum Besseren verändern, dass man sich extrem auch mit Vergangenheit beschäftigen muss? Ist das ein Paar, was immer zusammengehört? Also das war mir in dieser Zeit der Psychiatriereform-Diskussion, 70 bis 80, war mir die Vergangenheit nicht so, die Bedeutung der Vergangenheit nicht so präsent. Da ging es einfach nur um Haltung, Menschenrechte, wie organisiert man die Versorgung, wie gestaltet man die Arzt-Patienten-Beziehung und diese Sachen. Die Geschichte kam erst 1980 in mein Leben. Als ich 1980 dann, um diese Reform durchzuführen, sind damals viele junge Ärzte in die Anstalten gegangen, um die zu reformieren. Und Sie nach Kaufbeuren? Ich bin nach Kaufbeuren, 1980. Ja. Mit dieser Agenda, der Ungeschriebenen im Kopf. Hier mache ich es anders. Also mein Ziel war, ich gehörte... Da waren wir uns alle auch nicht einig, aber ich war der absoluten Überzeugung durch meine England-Erfahrung, diesen Sonderweg der großen Anstalten muss man beenden. Die stationäre Psychiatrie, die Menschen, wenn sie stationär aufgenommen werden müssen, sollen ins allgemeine Krankenhaus gehen, wie jeder andere Patient auch. So. Eine normale Krankheit wie alle anderen. Wie jeder andere. Und man schließt die Anstalten. Das war meine Agenda. Und ich will auch, und das ist wichtig, ich will, dass Menschenrechte, dass jeder, der hier arbeitet, sich bewusst ist, dass Psychiatrie was mit Macht und Menschenrechten zu tun hat. Und dass wir die Haltung ändern müssen. Und wie viele Fans hatten Sie dort? Naja, als ich anfing am ersten Tag, es waren 1000 Patienten und 950 Mitarbeiter. Das klingt total toll. Guter Schlüssel. Guter Schlüssel. Aber wissen Sie, von diesen 950 waren höchstens 300, die Patientenkontakte hatten. Das andere waren, weiß nicht, Schuster, Bäcker, Schreiner, alle Berufsgruppen. Die Maschine in Gang hält. Das Ganze lebte, wie alle totalen Institutionen, wie der berühmte Goffmann in seinem Buch gesagt hat, das ganze System lebte, um sich aufrechtzuerhalten, nicht um die Patienten zu versorgen. Und die Haltung gegenüber den Menschen war extremst herablassend. Die Pfleger sprachen und auch die Ärzte, die ersten Tage in der Visite hörte ich immer, das ist ein guter Patient, das ist ein schlechter Patient. Was ist gut, was ist schlecht? Genau, schlechter Patient war jemand, der Mühe macht, der nicht funktioniert. Der guter das System, Patient, der das Sand System. Im Getriebe ist. Genau, und guter Patient ist der Mitarbeiter. Das war genau dieselbe Kriterium, das bis 1945 dazu führte, ob jemand umgebracht wird oder nicht. Wie brauchbar ist er? Ja. Es gab das Capo-System. Die Patienten hatten keine eigene Kleidung. Die meisten Stationen waren geschlossen. Die Situation war unglaublich katastrophal. Und da wurde mir deutlich, nachdem auch ganz konkret, da ich konfrontiert wurde mit nationalsozialistischem Gedankengut, dass man kann das nicht ändern, wenn man nicht schaut, was hier ist, was ist hier eigentlich passiert. War aber nicht Teil Ihrer Arbeitsplatzbeschreibung, als Sie dort angetreten sind. Nein, überhaupt nicht. Ich wusste an dem Tag, wo ich angefangen habe, 1. Mai 80, wusste ich nicht, was in der Klinik passiert ist. In der Vergangenheit? In der Vergangenheit. Also. Und wie sind Sie dann, also Sie haben gemerkt, es ist ein dicker Brocken, ein dickes Brett, was ich hier bohren muss. 950 Mitarbeiter, die alle, nicht alle, aber wo Sie so das Gefühl haben, da gibt es Veränderungsbedarf. Sind Sie dann ins Archiv gestiegen? Oder wie haben Sie sich diese Vergangenheit angefangen? Da gab es ja auch einen Vorgänger. Richtig, die Vorgänger. Also mein Vorgänger, es gab 72, ist, also ich bin 80 an, habe ich angefangen. Von, ich glaube, 50 oder sowas bis 72 war
einen Kollege, der Dr. Salm, den ich dann noch, der wohnte dort als älterer Mann, liebenswürdiger älterer Mann. Ja. Ich habe ihm auch gefragt, dann später, ob er, also nach ein paar Wochen, ob er in der Zeit des Nationalsozialismus auch da war, sagte nein, er war im Krieg gewesen. Dann habe ich aber in der Personalakte gesehen, natürlich war der da auch, ja. Ja. Hat das alles miterlebt. Mhm. Und die am ersten Tag, das Erste, was ich machte, um 8 Uhr habe ich angefangen, dann hatte ich so einen Schreibtisch und da lag so eine Riesenakte von Berg von Ordnern zum Unterschreiben. Ja. Mhm. Weil ich ja nicht nur Chefarzt war, sondern ich war in alter Manier ärztlicher Direktor. Also ich war Direktor, leitender Direktor. Also ich musste auch die Personalsachen machen. Ich ein mächtiger Mann. Ja, ein mächtiger Mann. Ich musste entscheiden, du hast eine große Landwirtschaft, ob die Kühe künstlich oder normal befruchtet werden. Und es war alles völlig absurd. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall. Aber auch viele Möglichkeiten. Genau. Ich unterschreibe da und plötzlich ist da das Menü für die Woche auf so einem Zettel. Mhm. Was gibt es zum Essen für die Woche? Und dann sage ich der Sekretärin, also das, weil ich wollte ja delegieren, hatte ich gehört, muss man tun. Ja. Und das soll doch der Koch unterschreiben. Ja. Das unterschreibe ich nicht, mhm. Ja, sollen Sie mal lernen. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall, eine halbe Stunde später kam der Koch und sagt, das müssen Sie unterschreiben. Ja. Sag ich, wieso, das unterschreiben Sie, aber jetzt Sie, Sie sind verantwortlich für das Essen, ja. Nicht ich. Ja. 10 Minuten später kommt der Verwaltungsleiter und sagt, ja, das müssen Sie unterschreiben. Mhm. Da sage ich, wieso? Mhm. Ja, wissen Sie, das geht zurück. Das haben die Amerikaner 1945 festgestellt. Ja. Dass, wieso die Amerikaner? Ja, die Amerikaner haben das festgelegt, das Wochenmenü muss vom Direktor verantwortet werden. Ja. Da habe ich gedacht, warum? Weil natürlich wegen der Hungerkost. Mhm. Mhm. Also so ich stieß dauernd auf solche Sachen und so habe ich dann angefangen, da zu recherchieren. Mhm. Und es gab, mein großes Glück war, dass es einen Lehrer gab in der Region, der dort Hausverbot hatte. Und schrieb gerade ein Büchlein über diese Zeit. Er hat mir das Hausverbot erteilt, damit er nicht zu viel rauskriegt. Ja. Und dem haben Sie dann wieder reingelassen? Natürlich, den haben wir sofort eingeladen zum Vortrag. Und, aber was wirklich positiv war, war, dass es gab eigentlich keinen Widerstand. Gegen Ihre Aufklärung? Nein. Sie konnten in diesen Keller und Sie konnten... Ja, das sowieso. Ich war ja nicht... Ja, aber also, sowieso. Es gab natürlich, weil in Bayern sind die Kliniken, jetzt sind ja staatliche Kliniken. Mhm. In Bayern gehören sie den Bezirken, das sind eigene Parlamente. Mhm. Und am Anfang musste ich mich da ein bisschen rechtfertigen, aber ich hatte Macht. Mhm. Ich hatte das, was Sie eigentlich ablehnen. Ja, richtig. Und deshalb haben wir gesagt, die Macht ausnutzen, ja, aber dem Patienten gegenüber nicht. Mhm. Sondern wir Folgendes, vielleicht kann man das so sagen. Wir haben eine gute, fand ich, Hilfe, Gedankenhilfe für die Mitarbeiter gefunden. Nämlich, wir mussten alle nachdenken, in welcher Hierarchie stehen wir? Mhm. Und da habe ich gesagt, es gibt die rechtliche, die administrative Hierarchie. Mhm. Ja. Da ist an der untersten Stufe steht der junge Assistenzarzt und die Schwester vor Station und der Patient ganz unten. Und dann kommt der Oberarzt und dann kommt der leitende Direktor und dann kommt der Bezirkstag und dann kommt der Bezirkstagspräsident. Mhm. Ja. Das ist die Administration. Aber es gibt natürlich die wahre Hierarchie. Und da steht an der Spitze der Patient. Und der zweitwichtigste ist der, mit dem spricht. Und der Oberarzt muss nur dem, der spricht, helfen, dass er es gut macht und richtig. Und der Chef muss dem Oberarzt helfen, damit er es gut macht. Und das dreht die Hierarchie um. Und dasselbe war mit dem Pflegepersonal und mit der Verwaltung. Und das hat irgendwie den Menschen Selbstbewusstsein gegeben. Und sind Menschen anders dann und nutzen sie ihre Machtposition nicht mehr so aus? Weil was Sie beschreiben ist ja eigentlich, also dieses, wenn Sie das Wort, also totale Systeme, sind ja eigentlich die Voraussetzungen, um Macht auszuüben und es sind auch so Ermöglichungsräume für Missbrauch.
Wie haben also, Macht, also vielleicht Macht muss man immer ausüben, wenn Menschenrechte zur Disposition stehen. Im Sinne der Menschenrechte. Im Sinne der Menschenrechte. Also zum Beispiel, nach wenigen Tagen habe ich gemerkt, dass die Oberärzte, die alle da in der Nähe wohnten, in Dienstwohnungen, viele, hatten Patienten als Dienstmädchen, Patientinnen und zahlten die nicht. Die waren ganze 6-8 Stunden da. Zum Teil saßen sie vor der Wohnung auf dem Stuhl, weil sie sie nicht in der Wohnung haben wollten, wenn es nichts zu putzen gab oder so. Und haben natürlich sofort Rundschreiben ab morgen verboten. Das haben die verstanden. Ich glaube schon, dass sie es verstanden. Und die kein Dienstmädchen hatten, haben das besonders verstanden. Aber Sie haben auch erzählt im Vorgespräch, dass es auch die Gattin des ehemaligen Klinikchefs hat dann auch irgendwie eine Kindererholungsheim aufgemacht. Ja, oder? Genau. Also dieser Dr. Salm, der über 20 Jahre mein Vorgänger war, der hatte keine Kinder und hat seiner Frau, und ich weiß nicht genau ab wann, aber ich denke ab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, ganz in der Nähe, der wohnte auch in einem eigenen Haus, aber direkt am Klinikgrenze, und ein Grundstück weiter hatte ein großes Gebäude, und da hatte er ein Kinderverschickungsheim gehabt. Und das war so eine Beschäftigung für die Frau Dr. Salm. Und natürlich auch Einkommen. Genau, das haben Sie vorhin auch beschrieben. Ein System, was sich selbst am Laufen hält, damit es auch weiter wirtschaftlich funktioniert. Ja. Wenn wir jetzt versuchen, den Bogen zur Verschickung mal zu schlagen, alles, was Sie beschrieben haben, dieses in sich funktionierende System, wo die Patienten und bei der Verschickung die Kinder eigentlich nur Mittel zum Zweck waren, damit diese Maschine weiterläuft. Was passiert eigentlich mit Kindern, wenn Sie jetzt als Psychiater mal fachlich drauf gucken, was passiert mit Kindern, die in so eine Maschine geraten? Wie erleben die sich und was ist die Bedrohung für Kinder in so einem System? Also ich glaube, die Hauptbedrohung ist die Trennung von den Eltern und der Mangel an individueller Zuwendung. Ein Kind braucht ja extrem viel Zuwendung. Und ich weiß nicht, ob in diesen Kinderverschickungsheimen, sicher gab es mal auch liebevolle Mitarbeiter, aber in der Regel, so wie ich das in der Klinik erlebt habe, wird das nicht anders gewesen sein, dass ganz vieles nicht individuell geregelt wurde, sondern durch Regeln. Und Regeln sind natürlich, Regeln tun immer das Individuelle zerstören. Regeln zu brechen, also Regeln abzuschaffen, fand ich, das war irgendwie der Sport in Kaufbeuren. Regeln abschaffen. Regeln abzuschaffen, alles. Es darf keine Regeln mehr geben. Da gab es Hausordnung auf den Stationen, wann Besucher sein sollten. Keine Besuchsbegrenzung mehr. Ja. Weil Besuchsbegrenzung dient ja nur, damit man nicht lästige Angehörige zu jeder Zeit hat, die gucken, was passiert. Und also Regeln abschaffen, das war so ein Witz schon immer. Weiß jemand eine Regel, die man noch abschaffen kann? Ja, aber offenbar waren ja die Kinderverschickungen, und ich bin wieder beim Begriff der totalen Institution, waren ja unter öffentlicher Kontrolle, so ein Krankenhaus. Nein. Nein? Das ist das Unglaubliche. Aber es kamen Besucher rein. Es kam Besucher das rein, ja. Das wäre ja schon eine Form wollten von... Wir, ja, wir ja, wollten, ja, aber das ja. ist ja eine Form der Kontrolle, der Nicht-Kontrolle. Aber der Kontrolle, was es überhaupt nicht gab, und da war ich erschüttert, dass es überhaupt gar keine Art von strukturierter, offizieller Kontrolle gab. Wir konnten machen, was wir wollten. Der Staat hat sich überhaupt nicht interessiert. Und es ging ja um Menschenrechte andauernd. Da werden ja Patienten untergebracht gegen ihren Willen. Kein Mensch hat sich gekümmert, was wir machen. So war es natürlich vorher auch. So natürlich auch. Deshalb konnte das alles passieren. Ja. Das wäre ja jetzt auch die Analogie zu den Kinderverschickungsheimen, die ja oft
auch etwas abseits der Zivilisation waren, ohne Elternbesuch und ohne Kontrolle. Sie haben jetzt die Türen geöffnet und haben Regeln abgeschafft, aber wie kontrolliert man denn oder braucht es Kontrolle, um sowas zu verhindern? Also was ist notwendig, um solche Räume, die ja Missbrauch ermöglichen, wenn jemand kommt, der nicht so ein redliches Ansinnen hat wie Sie, wie verhindert man sowas? Haben Sie eine Vorstellung? Langfristig, Sie können natürlich Kontrolle von außen, mittlerweile gibt es ja jetzt auch Kontrollkommissionen, die kommen oder so, aber die beste Kontrolle ist natürlich die Emanzipation der Bevölkerung. Ja. Dass die Patienten, wenn man den Patienten nicht nur Respekt zollt, sondern ihnen Macht gibt. Mhm. Wenn sie sind die bestimmen, und wir sind ja ihre Dienstleister, sie bestimmen, was sie wollen von uns, dann kontrollieren sie das System. Aber das Wort Dienstleister ist, glaube ich, was kein Kindererholungsheim-Chef für sich in Anspruch genommen hätte. Natürlich nicht. Aber im Grunde genommen war es das so. Ja. Aber es war eine Welt, die nach anderen Regeln funktioniert. Das war umgekehrt. Ja. Wenn ich noch eine Sache sagen kann, als wir vorhin gesprochen haben, vor der jetzigen Gespräch, da ist mir in Erinnerung gekommen, dass ich 1968, bevor ich nach England ging, habe ich 6 Wochen lang oder so, oder 8 Wochen, einen Hausarzt am Chiemsee vertreten. Und da musste ich jede Woche an einem bestimmten Tag mittags in ein Kinderverschickungsheim gehen und die ärztliche Untersuchung machen der Kinder. Was haben Sie da gemacht? Und das waren Ordensschwestern. Und ich ging dahin, wurde da wie ein König, der Doktor kommt. Ja. Dann war da erstmal ein Imbiss, die haben wunderbar gekocht für den Doktor. Ja. Und dann gab es dann so eine Turnhalle. Und da saßen dann ein paar der Schwestern, der örtliche Pfarrer und so. Und dann wurden die Kinder einzeln nackt reingebracht. Und ich musste denen, weiß nicht, das Herz abhören und die Lunge abhören und irgendwas Ärztliches da unterschreiben. Aber da waren Sie doch eigentlich schon der Mann, der anders tickt. Ja, genau. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Wie können Sie das? Ich will ein eigenes Zimmer, ich mache das alleine. Mhm. Beziehungsweise eine Ordensschwester kann da gerne mitkommen. Mhm. Aber das ist ja, das war eine unglaublich, also es hat ja was, weiß nicht, was ist ein extremer Missbrauch. Haben Sie es verändert in der Zeit, in der Sie die Vertretung gemacht haben? Hatten Sie so viel Einfluss auf den Ablauf dort? Nein, hatte ich nicht, weil ich sollte es eigentlich jede Woche machen, aber es fand das unangebracht und so. Und ich glaube, ich war nur 2 oder 3 Mal da, habe das in dem Zimmer gemacht. Mhm. Aber ich glaube nicht, weiß nicht, ich glaube nicht, dass das das dafür verändert hat. Mhm. Herr von Kranach, am Ende Ihrer Beschäftigungen in Kaufbeuren ist ja auch dieses Gedenkbuch mit den Opfern entstanden. Jetzt sind Sie kein Historiker und sind aber eigentlich gerade extrem viel in historischer Aufarbeitung unterwegs, in vielen Bereichen, Euthanasie und so. Was hat denn zum Beispiel dieses Buch in Kaufbeuren verändert? Also das Wissen war jetzt in der Welt. Was hat es verändert? Also dieses Buch konkret in Kaufbeuren hat es nicht viel verändert, weil in Kaufbeuren gibt es schon jetzt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren eine sehr aktive Gruppe, was heißt sehr große ist es nicht, das sind vielleicht, weiß nicht, 6, 7 Leute, die recherchieren, Stolpersteine und so weiter. Das Stadtmuseum ist sich bewusst von dem, was passiert ist. Also es gibt schon eine Kultur des Gedenkens. Ja. Sehr groß ist die nicht. Mhm. Aber wir haben ein ähnliches Gedenkbuch für die Stadt München geschrieben. Wesentlich auch historisch ausführlicher als dieses. Und das hat eine große Folge gehabt. Nämlich, dass sich eine Gedenkinitiative München gegründet hat. Und das sind Angehörige von Opfern, ja, die sich regelmäßig treffen, die eine Gedenkreise nach Hartheim, das ist eine dieser Tötungsanstalten, gemacht haben, die
Gedenkveranstaltungen organisieren und die Hartheim-Deklaration verfasst haben. Das ist eine Deklaration, wo sie in 10, 12 Punkten Regeln festlegen. Wie muss die Institution, wenn sie nachfragen, mit ihnen umgehen und was muss sie ihnen zur Verfügung stellen? Wenn Nachfahren. Mit den Nachfahren. Ja. Und diese Nachfahren-Situation hat etwas sehr Schwieriges auch ans Licht gebracht. Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch eine Rolle spielt, also bei den Verschickungen. Dass die Nazis haben ja diese 230.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, die sie umgebracht haben, haben ja versucht, die Angehörigen rauszuhalten. Ja. Aber natürlich muss man reflektieren, haben die das gewusst, was damals passierte? Und ich glaube, zu sagen, die Mehrheit hat gewusst, der Angehörigen hat gewusst, dass ihre Kinder, ihre Mutter, ihre Schwester umgebracht wurden. Hätten sie was ändern können? Es gibt einen Historiker, Götz Ali heißt er, der ein Buch geschrieben hat vor kurzem, wo er meint, die Mehrzahl der Angehörigen hat das schweigend gestattet oder so. Das glaube ich nicht. Also wir haben in Bayern einen Ordner gefunden, den mein Nazi-Vorgänger Faltelhauser hieß, der gesammelt hat, 150 Briefe von Angehörigen, die jetzt gerade ihm schreiben, nachdem sie erfahren haben, dass ihr Angehöriger ermordet wurde oder getötet wurde, gestorben ist. Und aus diesen Briefen geht hervor, alle, so gut wie alle, kann man lesen, wissen, worum es geht. Aber die Mehrzahl der Briefe sind erschüttert. Also ich glaube nicht, dass die Angehörigen, dass die Mehrzahl der Angehörigen das gut geheißen hat. Es gibt natürlich schon manche grauenvolle. Und ich weiß auch nicht, wie es mit den Verschickungen ist. Haben Sie schon mal nachgedacht, wie die Rolle der Angehörigen war? Ja, das ist eben, glaube ich, auch das große Dilemma der Verschickungskinder, der Erwachsenen, dass diese Verschickung eben auch so einen Riss in die Eltern-Kind-Beziehung gebracht hat. Dieses, warum lässt man mich hier so lange allein? Warum holt mich hier keiner raus? Und warum interessiert sich keiner für das, was ich danach zu berichten hätte? Also, und Eltern, sie wissen das selbst aus der ärztlichen Perspektive, glauben natürlich erstmal einer ärztlichen Verordnung, dass ein Kind jetzt mal zu dünn oder was auf der Lunge hat und dass das eine medizinisch sinnvolle Maßnahme ist. Und das muss man ja mittlerweile aus dem Wissen, was wir haben, anzweifeln, dass das immer medizinisch indiziert war, sondern dass das auch, Sie haben es gesagt, eine große Geldmaschine war, in die Kinder gefüttert wurden. Also da gibt es auch, denke ich, so dieses große Schweigen, was jetzt so bemerkbar wird, was zwischen Eltern und Kindern war. Also es ging nicht um Tod und Ermordung, aber dieser Bruch zwischen, der ist da, glaube ich, schon auch da. Und ich wollte Sie jetzt noch fragen, also es gibt jetzt diese Angehörigen, die forschen. Ja. Und die Hartheim-Erklärung sagt ja auch, gebt die Akten raus, weil Wissen ist gut. Ja. Was hat denn aus Ihrer Sicht was Angehörige davon haben, können wir uns vorstellen. Aber was hat denn eine Institution davon, wenn sie sich mit ihrer Geschichte beschäftigt? Kann ich auch für eine Institution, frage ich Sie, Wissen heilsam sein? Ja, total. Also, weil wir reden über Verdrängung. Also eine Institution, die versagt hat, muss natürlich reflektieren, dass sie versagt hat, um von der Geschichte zu lernen. Also ich glaube, jede Institution muss lernen, muss sich ja verändern, muss nachdenken. Diese Vorstellung, dass Institutionen immer so bleiben müssen, wie sie sind, und nur durch Reflexion ihrer Vergangenheit und in diesem Fall auch bei Ihnen des Versagens, muss man reflektieren, kann man einfach neue Wege gehen. Aber und haben sich Sie entschuldigen bei den jetzigen Menschen, die zu einem kommen. Also Sie finden, Entschuldigung ist schon angesagt? Ja, total. Total angesagt. Aber auch um die Opfer
bei uns ist es ja so, in meinem Thema ist ja so, dass die Opfer nicht mehr leben. Mhm. Aber trotzdem auch ihnen gegenüber, glaube ich, ist es ein Zeichen von Respekt und Würde, dass wir jetzt erklären, sie sind Opfer eines Verbrechens geworden. Und warum fällt es so schwer? Warum gibt es im Jahr 2023 noch Einrichtungen, Nachfolgeeinrichtungen, die irgendwie es nicht für notwendig halten? Das ist ganz einfach, weil diese Einrichtungen einfach sich schwer tun, ihre Lehrer, ihre Vorgänger, von denen sie gelernt haben, die sie kannten oder so, irgendwo zu kritisieren. Kann es auch sein, also Thomas, Thomas Stöckle, der jetzt in Grafenau auch eine Tötungsanstalt recherchiert, hat mir mal gesagt, Institutionen haben kein Gedächtnis. Heißt es, man müsste einfach so ein kulturelles Gedächtnis implantieren in Institutionen? Müsste es auch einen Verantwortlichen, weil im Organogramm ist ja niemand für zuständig. Also doch, muss das da irgendwas. Jetzt gute Institutionen, also in unserem Bereich, haben jetzt so gut wie alle psychiatrischen großen Anstalten, die damals auch tätig waren, haben Ausstellungen, Mahnmale, mehr oder weniger. Also in der Psychiatrie hat es lange gedauert. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenerkunde, das ist unsere Fachgesellschaft, hat nach jahrelangem wirklich Druck von vielen von uns, erst 2010 sich entschuldigt bei den Patienten. Dann aber in adäquater und respektvoller Weise. Es hat lange gebraucht, weil man einfach, ich habe ja noch, als ich anfing, auch noch in den 70er Jahren in der Nussbaumstraße, ganz viele der Täter waren ihre Kollegen. Waren meine Kollegen. Und das waren auch, manche waren komisch, aber waren aber auch Menschen wie Sie und ich. Das ist ja das Problem. Und, und die Schüler von denen waren völlig verunsichert. Ich erlebe den als einen klugen Arzt aus ihrer Sicht. Und der soll irgendwie einer mörderischen Ideologie nachgegangen sein. Dennoch, ist es nur ein Generationenproblem? Es ist ein Generationenproblem. Oder ist es eine Haltungsfrage? Es ist ein Generationenproblem. Und natürlich ist es auch ein. Es gibt unterschiedliche. Oder es gibt Institutionen, die über Generationen hinaus das Institutionelle einfach so hochhalten. Wie zum Beispiel die Kirche. Da spielen Generationen vielleicht schon ein bisschen eine Rolle. Aber die Macht der Institution ist. Transzendiert den Wechsel der Generationen. Sie als einer, der auch mal einer Institution vorgesessen hat, gibt es von Ihnen so Tipps, wie man Betroffene und die Institution in einen produktiven Austauschprozess bringt? Also Konfrontation und Druck ist das eine, aber gibt es noch einen anderen Weg? Wen meinen Sie jetzt? Also Betroffene, wenn wir jetzt mal auch von Verschickungskindern reden und die Institutionen. Also, gibt es missglückte Gespräche und gelungene? Natürlich. Aber wie kann man es fördern, diesen Austausch? Die gelungene von Seiten der Institutionen ist eine gelungene Kontaktaufnahme, wenn man erstmal zuhört. Und wenn man einfach vermittelt, ich habe verstanden und es tut mir leid. Und ich kann empathisch verstehen, wie es Ihnen geht. Das ist die Haltung. Jede Haltung, die Distanz schafft, oder die, meistens ist es ja Angst. Vor was? Angst vor Aufdeckung, Angst vor Kritik an wichtigen Figuren der Institution. Also die Institutionen müssen lernen, selbstkritisch zu sein. Wieder bei der Selbstkritik. Ja. Und eine Neugier für den Menschen zu haben, der jetzt kommt und will wissen, was ihm als Kind da passiert ist. Ja, und will darüber sprechen. Ja. Eigentlich eine ganz einfache Sicht. Ja, Interesse am Menschen. Ja. Interesse am Menschen. Was würden Sie den Verschickungskindern raten, wenn sie diesen Weg erfolgreich zu Ende gehen wollen?
Wie knackt man eine Institution, die nicht so diesen menschlichen Blick auf seine ehemaligen Patienten oder Gäste oder Verschickungskinder hat? Also ich glaube, dass, also erstens, wenn man zu mehreren ist, tut man sich leichter. Also ich würde sagen, wenn man nachfragt, zu mehreren gehen. Mhm. Das Zweite ist, die unmittelbaren Ansprechpartner in der Institution sind häufig sehr verunsichert. Mhm. Deshalb einfach eine Stufe höher in der Hierarchie gehen. Echt? Also wir haben vorhin darüber gesprochen, in Schwaben, jetzt mit euch oder so, wir wollen da mehr wissen. Ich habe empfohlen, ja, zum Bischof, beziehungsweise da ist ein Weihbischof, der sehr für diese Fragen eigentlich offen ist, ja, zu dem gehen. Mhm. Und nicht zunächst nicht aggressiv, sondern. Also nicht anklagend. Nicht anklagend, sondern bescheiden. Ich brauche Ihre Hilfe. Helfen Sie mir. Ich habe gelitten damals. Das ist ja eigentlich die Kernkompetenz derer, mit denen man zu tun hat. Helfen. Das richtig. War mal der, ja. Die Idee. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Bereitschaft nicht da ist, ja, zuzuhören und zu helfen, dann kann man, glaube ich, schon, dann gibt es natürlich Presse und das bewirkt auch sehr viel. Herr Dr. von Kranach, vielen Dank für diesen Parforce-Ritt durch Ihr Leben, durch die Psychiatrie, durch Aufklärung und Verschickungskinder. Es war ein spannendes Gespräch. Wir hoffen, dass Sie in Ihrem Kinderheim auch noch was rauskriegen. Ja, Sie wissen ja jetzt, wie es geht. Ich informiere Sie. Ja. Genau. Genau. Und ich würde jetzt wieder an Andrea Weihrauch übergeben, die vielleicht Fragen aus dem Chat noch hat. Ja, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank. Jetzt fangen wir mal mit einer ganz kleinen Frage an. Der Titel des Buches, das vor euch auf dem Tisch liegt, Hilke, wenn du das bitte noch... Ja. Kann ich das in die Kamera halten? Also das heißt, später wurde in der Familie darüber nicht gesprochen. Gedenkbuch für die Kaufbeurer Opfer der nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen. Und es ist, unser Gast ist Mitherausgeber. Wo ist denn die Kamera? Ja. Sehr schön. Wir schreiben es dann nachher noch auf und schicken es rum. Jawohl, vielen Dank. Dann ist die Frage, ganz am Anfang, Professor Dr. von Kranach, haben Sie von englischen Psychiatern gesprochen. Ich meine, sehr positiv. Wir haben auch im Raum eine Person, die in London weilt und die Frage gestellt hat, was sind denn die Namen dieser englischen Psychiater von damals? Ja, damals war so das Mekka der Psychiatrie weltweit, war das Institute of Psychiatry und daneben war das Maudsley Hospital in Camberwell in London. Und da waren die für mich berühmten Leute oder eindrucksvollen Leute, waren der Professor Michael Shepard, da gab es einen John Wing, dann gab es einen Bob Kendall, dann gab es einen John Cooper, also das sind so die Namen, die damals die Psychiatriereform, Julian Leff darf man nicht vergessen, der Kinderpsychiater Michael Rutter, das waren so die Psychiater, die damals sozusagen die englische Psychiatriereform, aber es gab natürlich, das war alles sehr pragmatisch in England, es gab natürlich noch viel revolutionärere, kritische Psychiater, das war Basaglia, ja, Franco Basaglia in Italien, ja, das war in Frankreich, waren es Geflüchtete aus dem Franco-Regime, geflüchtete katalanische Psychiater. Ja. Tosquel hieß der berühmte, der in einem Krankenhaus das machte, was Basaglia später in Triest und in Gorizia machte und was wir in Kaufbeuren gemacht haben. Also es gab eindrucksvolle Leute damals. In Deutschland auch. Es gab Klaus Dörner, der vor kurzem gestorben ist. Vielleicht sagt Ihnen das was. Also das war so vielleicht der berühmteste und eindrucksvollste. Es ist auch der erste Psychiater, der 1978 in einem kleinen Büchlein, Der Krieg gegen die psychisch Kranke,
diese Geschichte der Krankenmorde als erstes so aufgeworfen hat und die Forderung gestellt hat, dass das untersucht werden muss. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage im Chat, die heißt zum Thema individuelle Verdrängung, also das Thema Verdrängung von uns Betroffenen, dass unser Gehirn nach wie vor einzelne Teile ausblendet. Wie stehen Sie da als Psychiater dazu? Also das Wort Verdrängung ist ein schwieriger Begriff. Ich glaube, die Psychiater in Deutschland, wenn wir jetzt auf diese Geschichte zurückkommen, haben die Krankenmorde nicht verdrängt. Die haben sie einfach geleugnet. Die wussten genau, was passiert war. Also die Täter, es gab ja ganz wenige, sind vor Gericht gestellt worden. Und die anderen, man hat mal so gerechnet, es waren ungefähr 600, die daran beteiligt waren. Und 32 sind vor Gericht gestellt worden, also ungefähr. Also die haben das nicht verdrängt, sondern die haben einfach nicht mehr darüber gesprochen. Beziehungsweise manche haben vielleicht sogar untereinander so sehr wohl darüber besprochen und das vielleicht sogar noch gerechtfertigt. Vielen Dank, das wäre die institutionelle Seite. Und wie sieht es bei Betroffenen aus, wie beispielsweise auch bei uns, dass wir einfach einzelne Teile nicht mehr erinnern? Also wir wissen ja, dass im Augenblick ja ganz, ganz aktuell Traumaforschung. Ja. Wir wissen, dass traumatische Erlebnisse langfristige Konsequenzen haben, die in der Regel häufig vom Einzelnen gar nicht in Zusammenhang gebracht werden. Ja. Und in der Therapie versucht man das ja in Zusammenhang zu bringen. Also das ist, da würde ich sagen, spielt Verdrängung eine Rolle, da kann man darüber, über die Rolle des Unbewussten und des darüber sprechen. Aber ich glaube, dass ich bin gar nicht so der Meinung, dass wir so viel verdrängen. Ich habe immer noch eine kleine Praxis und wenn ich einen Patienten, ein neuer Patient kommt zu mir und die ersten 50 Minuten, das gehört sich, spricht man einfach die ersten 10 Minuten dann über die Beschwerden, die er hat und dann versucht man diese in einem ersten Gespräch mit der Biografie in Beziehung zu bringen und man spricht über die Biografie. Ja. Und da erlebe ich, das ist es ganz wichtig, je mehr Empathie oder Anteilnahme man schafft, in dieser ersten Situation zu bringen, desto schneller kommen dann plötzlich in den nächsten Sitzungen schon relevante, traumatische oder schwerwiegende wirklich Ereignisse. Also ich glaube, dass man spricht über diese Sachen, glaube ich, nur dann, wenn man so ein Grundvertrauen hat, der andere, der will mir nichts Böses, der hat auch keine Macht über mich, der will mir nur mich verstehen und mir rückmelden, dass er mich versteht. Dann bin ich bereit, über Dinge zu sprechen, die ich vielleicht so gar nicht plötzlich präsent habe. Dann gibt sozusagen unser Gehirn die Erinnerung frei, weil es sich sicher fühlt. Ist das? Also ich bin immer vorsichtig mit diesen biologischen Deutungen. Nicht, dass ich die biologische Psychiatrie in Frage stelle. Also ganz wichtige Erkenntnisse. Ja. Aber die Biologie, so weit ist, manche Kollegen meinen das, aber ich meine, so weit ist die Biologie noch nicht, dass sie solche Prozesse für unsere Zwecke in der Therapie sinnvoll biologisch erklären können. Also nicht unser Gehirn, sondern wir im Gespräch. Vielen Dank. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage, die geht in Richtung Archivarbeit. Hier fragt jemand, an wen können wir uns wenden?
Wenn es um das Thema geht, die Verantwortung und die Verstrickung von Ärzten, die beispielsweise Kinderverschickungen verschrieben haben, beziehungsweise die Täter von psychischer und physischer Gewalt, um diese Tat zu belegen. Was wäre da Ihr Tipp? An die Ärztekammer gehen? Gibt es spezielle Archive aus Ihrer Sicht? Also niedergelassene Ärzte aus der damaligen Zeit haben ihre Akten vernichtet. Die werden nicht aufbewahrt. Also wenn ein niedergelassener Arzt irgendwie die Empfehlung gegeben hat, wird sich das nicht finden. Aber zwei wichtige Dinge ist, man muss prüfen, inwiefern das Gesundheitsamt da beteiligt war. Ich glaube, dass manchmal das Gesundheitsamt dann die Entscheidung getroffen hat, der Niedergelassene empfiehlt und das Gesundheitsamt entscheidet. Und die Gesundheitsämter haben, viele Gesundheitsämter, nicht alle, haben noch Akten. Also das wäre das eine. Das zweite war, ist, dass man die Verwaltungen, die das finanziert haben und das organisiert haben, und dass man die, dass man, das sind, ich weiß nicht, ob die Krankenkassen, ich weiß nicht genau, wer das bezahlt hat, die Krankenkassen oder weiß ich nicht. Rentenversicherung, Krankenkassen, ja. Das zweite ist die Sozialämter. Ich weiß nicht, ob die auch Empfehlungen ausgesprochen haben. Bei den schwierigen sozialen Situationen oder sowas, da sind vielleicht Akten. Also man muss wirklich vor Ort schauen. Und ich glaube, auch da ist es sinnvoll, dass man ins städtische Archiv geht. Und das ist genau... Das muss man sagen, nicht, ich verlange jetzt Akten, wo haben Sie Akten oder sowas, dann sagen die, gibt es nicht oder kommen, wenn man sagt, ich brauche Ihre Hilfe, weil in den Archiven ist es wahnsinnig schwer, sich zurechtzufinden. Und wenn Sie, ich würde sagen, 90% der Archivaren, wenn Sie sagen, bitte, ich brauche wirklich Ihre Hilfe, helfen Sie mir, dann entwickeln die Fantasie, wo was sein könnte. Ja, also das würde ich auch unterstreichen. Archivare verstehen ihr, also moderne Archivare verstehen ihren Job mittlerweile so, dass sie einem helfen bei der Suche, weil die bauen da nicht Aktenmeter zu, nur damit sie die Meter zu haben. Jawohl, dann habe ich jetzt hier noch einen Kommentar, nicht unbedingt eine Frage, würde ich aber gerne auch vorlesen, die da heißt, interessant, so haben wir das in Bad Sassendorf erlebt, als wir die Kinderheilanstalt besucht hatten. Keine Empathie, kein Zuhören, kein Anhören, Schutz und Distanz und Schönrederei. Das heißt, eine misslungene Begegnung. Es liegt wohl an der Fähigkeit der Menschen, dies ist leider oft nicht gegeben. Ein Kommentar von einer Betroffenen, die wohl mit der Heimortgruppe die Institution besucht hat. Genau. Und ich sehe jetzt, außer ich hätte etwas überlesen, keine Fragen mehr im Chat. Jetzt die Möglichkeit, jawohl. Dann von dieser Stelle aus ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich habe mir einiges an Notizen gemacht, lieber Herr Professor Dr. von Kranach. Ein ganz zentrales Thema, das ich mehrmals umkreist habe, ist Ihr Appell zu sagen, die Emanzipation der Gesellschaft ist ein Lösungsweg. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu uns. Wir haben uns emanzipiert und emanzipieren uns auch immer weiter und stellen die richtigen Fragen. Und auf der anderen Seite, was die Institution betrifft, dieser Hinweis, die Möglichkeit, wenn Sie in die Selbstreflexion und in die eigene Selbstkritik gehen, haben Sie eine große Möglichkeit, neue Wege zu gehen, so als Grundansage. Und das dritte Thema, was ich mitnehme, und dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, weil es uns bestärkt, den Weg zu gehen, erstmal Türen zu öffnen, den konstruktiven Weg zu gehen, Türen aufzumachen, um Hilfe zu fragen und in die Kooperation zu gehen. Und gleichzeitig, wenn wir da nicht vorankommen, dann auch den Mut zu haben, den Druck oben zu halten und dran zu bleiben. Vielen herzlichen Dank auch an dich, liebe Hilke Lorenz, für die Moderation, an euch, dass ihr euch zugeschaltet habt. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Vielen Dank, lieber Detlef, für die Rückmeldung. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, am 10.05. wieder in dieser Runde. Diesmal ist dann das Thema, wie aus Aufarbeitung Verantwortung erwächst.
wo wir mal schauen, welche spannenden Menschen, die in Institutionen heute sitzen und auf anderen, an anderen Stellen ja schon Verantwortung übernommen haben, was sie für uns noch an Tipps und Hinweise haben. Euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.